hier in sportiver Straßen- und Freizeitkleidung. Ich glaube, das war so nicht auf dem Deckel drauf. Da stand etwas von Gardetanz und Gardetanz bedeutet für mich Uniform. Uniform. Nee, schön. So gut sah der Theo Dingen nicht in der Uniform aus. Ja. Ja, los, dann würde ich sagen, Gardetanz. Das ist auch so. Nee, Uli, Moment. Uli, da hast du jetzt aber wieder einen Denkfehler. Irgendwie ist das schon traurig, wenn der so alleine hier auf der Bühne steht, oder findet ihr das nicht? Also, Gardetanz, habe ich immer gedacht, das wären mehrere Leute. Und es ist einer. Pass auf, wir haben Folgendes vorbereitet. Wir haben nämlich für die Challenge von diesem jungen Mann eigentlich das Unmögliche möglich gemacht. Wir haben eine echte Garde. Nein! Doch! Eine echte Garde. Und wenn ich an Garde denke, dann denke ich eigentlich nur an eine, nämlich an die Bockerotter Stadtschuppenmeile! Heißt sie herzlich willkommen, die Bockerotter! Hier die Bockerotter Sternschuppen hier auf der Bühne. Stevie wollte sich gerade davon schleifen, der hat tatsächlich Muffensausen. Wenn er gleich auf die Bühne kommt, der hat schon vor dem Tanzen schon so leichten Anschweiß auf der Stirn. Stevie, wo bist du eigentlich? Kannst du mal kommen? Hast du dir genau gemerkt, was du machen musst? Bist du mal, hast du dich vor allem warm gemacht? Weil mir tut das immer noch so. Dann würde ich sagen, seid ihr soweit? Bist du soweit? Bühne frei für unseren Fetzenspöller Tanzpiraten, ja? Auf geht's!